Tag, da bin ich wieder. Heute geht es um die Kapazität von Eisenbahninfrastruktur. Für die Zuschauer, die sich erstmals auf diesen Kanal verirren, mag vieles von dem, was ich in den nächsten Minuten erzähle, Neuland sein. Für jene, die schon länger dabei sind, ist dieser Film eine Art gesammelte Werke. Denn das meiste davon habe ich in den Videos zum Aus- und Neubauprojekt Alpha E erläutert. Allerdings erscheint es mir angebracht, die wichtigsten Punkte einmal in kompakter Form vorzustellen und den einen oder anderen Aspekt eingehender zu beleuchten. Dabei setze ich eine elementare Spielregel des Bahnbetriebs als bekannt voraus. Züge verkehren im festen Raumabstand. Das gesamte Netz ist in Zugfolge oder Blockabschnitte unterteilt, in denen sich immer nur ein Zug befinden darf. Hier dargestellt anhand eines Gleises mit vier Signalen und zwei einander folgenden Zügen. Ein solches Schaubild eignet sich zwar ausgezeichnet, um dieses Grundprinzip der Betriebsführung zu visualisieren, es ist jedoch untauglich, um Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit einer Strecke zu ziehen. Dafür bedarf es einer besonderen Darstellung, die euch durch diesen Film begleiten wird. Das Zeit-Weg-Diagramm. Gegeben sei die fiktive Hauptbahn von Mondstadt nach Wasserberg. Die Grafik besteht aus der waagerechten Wegachse mit den Zwischenbahnhöfen sowie der senkrechten, eine Stunde umfassenden Zeitachse. Zur Minute 30 soll ein Zug durch Mondstadt fahren. Kreuz im Schnittpunkt der Linien 30 und Mondstadt. Nächstes Kreuzchen bei Minute 33 und Rotenbruch. Um 38 geht es durch Hillentrupp und um 53 ist schließlich Wasserberg erreicht. Um die Zeit-Weg-Linie zu erhalten, müssen wir noch die Kreuze miteinander verbinden. Je schneller ein Zug dahin braust, desto flacher ist seine Linie. Kommt er zum Halten, verläuft sie senkrecht, fährt er in die Gegenrichtung, fällt sie von rechts nach links. Das ist ein schönes, buntes Gemälde, das aber noch immer keine Aufschlüsse über die Kapazität der Strecke erlaubt, das letztendlich nur zeigt, wie die Zugspitze den Ort X zum Zeitpunkt Y passiert. Für weitere Erkenntnisse ist es erforderlich, jeden Block zu sezieren, also seine zeitliche Belegung in kleinste Teile zu zerpflücken. Auf diese Weise lässt sich die Sperrzeit ermitteln, während der ein Abschnitt exklusiv für eine Zugfahrt zur Verfügung steht. Sie setzt sich bei ganz klassisch signalgeführten Zügen aus sechs Komponenten zusammen, die von der Topografie der Infrastruktur und oder der Charakteristik des jeweiligen Zuges abhängig sind. Der Fahrstraßenbildezeit, basierend auf der Stellwerksbauform und der Komplexität des zu sichernden Fahrwegs. Der Signalsichtzeit, in der Regel 12 Sekunden, die dem Lokführer zum Erkennen der Vorsignalstellung zugestanden werden. Der Annäherungsfahrzeit zwischen Vor- und Hauptsignal, abhängig vor allem von der Geschwindigkeit des Zuges. Der Fahrzeit im Blockabschnitt, bezogen auf die Zugspitze zwischen den begrenzenden Signalen, beeinflusst vom Tempo des Zuges und der Länge des Blocks. Der Räumfahrzeit zum Verlassen des gesamten Abschnitts plus Durchrutschweg, sozusagen zum Einziehen des Schwanzes, wobei die Zuglänge eine wesentliche Rolle spielt. Und schließlich der wiederum infrastrukturseitig bedingten Fahrstraßenauflösezeit, um die Anlage in Grundstellung zu bringen. Bei dem so erzeugten Kasten markieren die horizontalen Kanten die räumliche und die vertikalen Kanten die zeitliche Inanspruchnahme der Infrastruktur, die Sperrzeit. Bei anzeigegeführten Zügen, also Fahrten mit Linienzugbeeinflussung, LZB, oder European Train Control System, ETCS, gibt es geringfügige Abweichungen, auf die ich nicht weiter eingehe, weil hierfür ohne Belang. Die Bedeutung der Sperrzeiten wird klarer, wenn wir nicht bloß einen Block betrachten, sondern eine Strecke mit mehreren Zugfolgeabschnitten, sodass sich die einzelnen Sperrzeiten zu einer Treppe gruppieren. Diese Darstellung ist für die Fahrplankonstruktion relevant, denn jetzt geht es ans Eingemachte, das Erkennen von Zugfolgekonflikten. Dem blauen Zug folgt ein roter mit identischer Geschwindigkeit.
Die Sperrzeitentreppen der sogenannten Fahrplantrassen verlaufen im gleichen Abstand. Die Züge fahren brav hintereinander her, ohne sich zu behindern. Der Freiraum zwischen zwei Sperrzeitentreppen heißt Zugfolge Pufferzeit. Sie mindert die Gefahr der Verspätungsübertragung, denn wenn beide Treppen in der Theorie aneinanderstoßen, hat in der Praxis die kleinste Verzögerung des vorderen Zuges ein Auflaufen des hinteren zur Folge. Fährt der rote Zug schneller als der blaue, äußert sich das in einer flacheren Treppe und schrumpfenden Pufferzeiten. Wenn sich die Treppen berühren, haben wir es mit einem Zugfolgekonflikt zu tun und der Fahrplanbearbeiter muss diesen irgendwie lösen. Bei Zugrundelegung geringerer Signalabstände würde der Konflikt zwar später auftreten, zu vermeiden wäre er allerdings nicht. Im rauen Betriebsalltag dienen die Pufferzeiten als Dispositionsreserve. Die echten Züge draußen auf den Gleisen rollen also oft in dichterer Folge als ihre Vorbilder auf dem Papier. Kann oder soll der rote Zug den blauen nicht überholen, wird er in angepasstem Tempo mit Pufferzeit trassiert. Wir sind dann wieder bei diesem Bild. Im wahren Leben zuckelt er zwar ebenfalls hinterher, jedoch ohne Pufferzeit. Deswegen bitte immer im Hinterkopf behalten, Planung und Durchführung sind, nicht nur bei der Eisenbahn, zwei verschiedene Paar Schuhe. Soweit zur Sperrzeitendarstellung beim Fahren im festen Raumabstand. Beim im ETCS Level 3 realisierbaren Fahren im wandernden Raum oder absoluten Bremswegabstand, bei dem die Züge nicht durch Signale, sondern durch allerlei elektronische Finessen voneinander ferngehalten würden, sähe das anders aus. Zumindest theoretisch glichen die Sperrzeitentreppen einer Rutsche. Ein Zug schöbe kontinuierlich einen mitunter kilometerlangen Bremsweg vor sich her. Praktisch wäre durch Übertragungs- und Verarbeitungszeiten kein lückenloser Informationsfluss zwischen Strecken- und Bordrechner möglich, weshalb auch hier mikroskopisch kleine Treppchen entständen. Dennoch wäre nicht zu verhindern, dass sich schnell und langsam in die Quere kommen. Die ohnehin kaum absehbare flächendeckende ETCS-Einführung taugt daher nur bedingt als Wunderwaffe gegen überlastete Infrastruktur. Zurück auf die Strecke Mondstadt-Wasserberg. Hier sollen sieben blaue Güterzüge im 5-Minuten-Takt durch das Land donnern, die sich aufgrund ihrer identischen Geschwindigkeit gut vertragen. Kritisch wird es, wenn der rote ICE ins Spiel kommt. Natürlich könnte der Trassenkonstrukteur seine Geschwindigkeit den Güterzügen anpassen und ihn mitschwimmen lassen. Das ist auf kurzen Abschnitten in Ballungsräumen praktikabel, nicht jedoch auf Hunderten von Kilometern zwischen Metropolregionen. Ergo müssen die Güterzüge dem Reisezug auf geeigneten Bahnhöfen den Vortritt lassen. In unserem Beispiel geht Güterzug 1 in Appelborn an die Seite, Zug 2 in Rothenbruch. Die übrigen warten die Vorbeifahrt des ICE in oder vor Mondstadt ab. Da mag die Frage aufkommen, schafft Güterzug 1 das denn nicht noch bis Wasserberg? Schafft er nicht. Was deutlich wird, wenn wir die nackten Zeitweglinien mit ihren Sperrzeittreppen ummanteln, die vor Wasserberg aneinanderstoßen. Nicht mal bis Tötensinn würde es passen, weil sich die Belegung des letzten Abschnitts durch die langsame Einfahrt ins Überholungsgleis so sehr verlängert, dass die Pufferzeit aufgezehrt wird. Also Appelborn. Und es kommt noch dicker. Denn eine Viertelstunde später biegt der nächste ICE um die Ecke. Güterzug 3 schafft es bis Tötensinn, Zug 4 muss in Hillentrup pausieren. Die Züge 5 bis 7 folgen nach weiterer Wartezeit hinterdrein. Vergleichen wir das entstandene Zeitwegdiagramm mit der Ursprungsversion, bleibt von dem harmonischen Bild wenig übrig. Besonders ins Auge stechen die aufgrund der Geschwindigkeitsschere entstandenen Lücken zwischen schnellen und langsamen Zügen, die sich nicht auffüllen lassen. Dieses für Mischbetriebsstrecken typische Problem ist weder durch Blockverdichtungen noch Fahren im wandernden Raumabstand lösbar, denn derartige Maßnahmen beschleunigen allenfalls einen Überholungsvorgang, merzen jedoch nicht die Konflikte an sich aus. Wir sehen, am besten lässt sich eine Infrastruktur bei gleich oder ähnlich schnell trassenparallel fahrenden Zügen nutzen.
Die Kapazität ist also nicht nur von der Anzahl der Gleise, der Länge der Blockabschnitte oder der Stellwerkstechnik abhängig, sondern maßgeblich auch vom Betriebsprogramm. Mit Hilfe verschiedener EDV-Anwendungen lässt sich der Betrieb auf Strecken und in Knoten analysieren bzw. simulieren. Ziele sind in erster Linie Erkenntnisse über die bedarfsgerechte Dimensionierung der Anlagen und die Durchführbarkeit von Betriebsprogrammen. Um euch ein gewisses Gefühl für die Kapazitätsermittlung zu geben, sei die Kompressionsmethode präsentiert, mit der sich die Leistungsfähigkeit einer Strecke recht gut abschätzen lässt. Andere Verfahren liefern zwar genauere Ergebnisse, weil sie unter anderem auch Wahrscheinlichkeiten von Verspätungen und Unregelmäßigkeiten berücksichtigen, sie sind aber sehr abstrakt und zahlenlastig und daher kaum anschaulich darstellbar. Besuchen wir nochmal die Strecke Mondstadt-Wasserberg, deren Sperrzeitentreppen um einen grünen Regionalzug ergänzt wurden. Dabei sei ein sich stündlich wiederholendes Betriebsprogramm unterstellt. Die unten aus dem Bild fahrenden Züge tauchen somit oben wieder auf. Nun schieben wir sämtliche Treppen so weit zusammen, bis sie sich in mindestens einem Blockabschnitt berühren. Die Zugreihenfolge bleibt dabei ebenso wie die Neigung der Zeitweglinien unverändert. Die komprimierten Treppen bilden die verkettete Streckensperrzeit, der grau unterlegte Freiraum die verkettete Streckenpufferzeit. Verkettung meint in diesem Zusammenhang die sich aus der Geschwindigkeitsdifferenz ergebende gegenseitige Behinderung zweier Zugfahrten. In diesem Beispiel wurde das Betriebsgeschehen einer Stunde auf 47 Minuten gestaucht. Daraus errechnet sich ein verketteter Belegungsgrad als Quotient aus verketteter Streckensperrzeit und Dauer des betrachtenden Zeitraums von 47 durch 60, also 0,78. Das ist ein für Mischbetriebsstrecken sehr hoher Wert. Der Internationale Eisenbahnverband UIC empfiehlt einen Belegungsgrad von 0,6 im Tagesdurchschnitt bzw. 0,75 in Spitzenstunden. Das Standardwerk Systemtechnik des Schienenverkehrs nennt 0,5 im Tagesmittel als Grenzwert, der nicht wesentlich überschritten werden sollte. Die Deutsche Bahn spricht schon ab 0,4 von risikobehafteter und ab 0,5 von mangelhafter Betriebsqualität. Züge sammeln auf der ausgewerteten Strecke zusätzliche Verspätungen, anstatt sie zu reduzieren. Wir können das Spiel noch ein wenig weiter treiben und näherungsweise die Nennleistung unserer Strecke bestimmen. Dahinter verbirgt sich die Zugzahl, die zur Gewährleistung einer wirtschaftlich optimalen Infrastrukturauslastung und einer optimalen Betriebsqualität nicht überschritten werden sollte. Zur Berechnung bedienen wir uns des guten alten Dreisatzes. Der angestrebte Belegungsgrad von, wir nehmen jetzt mal 0,5, verhält sich zu unserem ermittelten Belegungsgrad von 0,78 wie x, die gesuchte stündliche Nennleistung, zu 10, der Zahl der geplanten Züge. Nach Adam Riese teilen wir 0,5 durch 0,78 und nehmen das Ganze mit 10 mal. Das Ergebnis, abgerundet auf 6, entspricht der Menge der für eine optimale Betriebsqualität zulässigen Zugfahrten pro Stunde beim unterstellten Betriebsprogramm. Entsprechend 6 mal 24 gleich 144 Zügen am Tag in der Fahrtrichtung Mondstadt-Wasserberg. Für einzelne Spitzenstunden können wir gemäß UIC-Vorgabe einen Belegungsgrad von 0,75 ansetzen und kommen auf eine Nennleistung von 10 Zügen, also genau das, was in unserem Exempel auch tatsächlich fahren soll. Somit ist dieses Betriebsprogramm in Einzelstunden statthaft. Hochgerechnet auf den Tag ergibt sich jedoch eine zu hohe Auslastung. Die Kapazität der Gegenrichtung Wasserberg-Mondstadt muss gesondert berechnet werden, da sich durch andere Blockabschnittslängen oder unterschiedliche Anordnung der Überholungsmöglichkeiten Abweichungen ergeben können. Durch Veränderungen im Betriebsprogramm, wie Beschleunigung der Güterzüge oder Verlangsamung der ICE, würde sich die Nennleistung aufgrund der verringerten Geschwindigkeitsdifferenzen trotz gleichbleibender Infrastruktur verbessern. Umgekehrt senke sie bei einem höheren Tempo der ICE.
Auch wenn wir den zweiten ICE nicht eine Viertelstunde hinter dem ersten, sondern quasi in dessen Windschatten trassieren, wandelt sich das Bild. Zwei Güterzüge fangen sich eine Doppelüberholung, der Rest kann ungehindert laufen. Der verkettete Belegungsgrad sinkt auf 41 durch 60 gleich 0,68, sodass die Nennleistung auf 7 Züge pro Durchschnitts- oder 11 pro Spitzenstunde bzw. 168 am Tag steigt. Sinnvoll ist darüber hinaus eine Extrabetrachtung spezieller Betriebsprogramme während bestimmter Tageszeiten, um etwa das nächtliche Fehlen des Fernverkehrs abzubilden. Sollen zwischen 22 und 6 Uhr ausschließlich Güterzüge rollen, sinkt der verkettete Belegungsgrad auf 24 durch 60 gleich 0,4, sodass die stündliche Nennleistung auf rund 9 Züge steigt. Für den gesamten Tag ergibt das eine Leistungsfähigkeit von 7 mal 16 plus 9 mal 8 gleich 184 Zügen. Bleibt festzuhalten, dass keine fixe Maximalzugzahl existiert, mit der eine Strecke oder ein Knoten beplant werden können. Die Grafik zeigt, dass mit ein bisschen Schieberei sogar noch 2 Züge mehr eingebaut werden könnten. Allerdings mit der Gefahr in die Höhe schießender Wartezeiten in Planung und Durchführung. Umgekehrt ließe sich bei weniger Zugfahrten eine Premium-Betriebsqualität nachweisen, die jedoch zu dem Schluss führen dürfte, dass die betrachtete Infrastruktur zu schwach ausgelastet ist und zwecks Verbesserung der Wirtschaftlichkeit verschlankt werden muss. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf Möglichkeiten zur Kapazitätserhöhung. Wenn die Betriebsqualität in Richtung risikobehaftet oder gar mangelhaft ausschlägt. Die Harmonisierung der Geschwindigkeiten wurde bereits genannt. Dieses Instrument ist jedoch oft eine unbefriedigende Notlösung. Selbiges gilt für die zeitliche Entmischung schneller und langsamer Verkehre sowie die Führung von Zügen über Alternativstrecken. Generieren auch Blockverdichtungen keine weiteren Kapazitäten, bleibt bloß der Bau zusätzlicher Gleise. Dabei schafft der zweigleisige Ausbau einer eingleisigen Strecke eine erhebliche Steigerung der Leistungsfähigkeit von nicht nur 100%, sondern um das 3- bis 4-fache. Entsprechend bringt die Erweiterung von 2 auf 3 Gleise keine Zusatzkapazität von 50, sondern lediglich 25-30%. Der viergleisige Ausbau einer zweigleisigen Strecke wiederum kann gerade bei Mischbetrieb sogar mehr als eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit bieten, weil durch die nun mögliche konsequente räumliche Trennung von schnell und langsam Kapazitäten entstehen, die nicht nur durch den bloßen Infrastrukturzuwachs begründet sind, sondern auch aus der Angleichung der Geschwindigkeiten in den jeweiligen Gleisen resultieren. Liebe Leute, das soll für heute reichen. Euer Kopf qualmt, mein Mund ist fusselig und wir brauchen jetzt alle eine Pause. Erholt euch gut, wir sehen uns demnächst an dieser Stelle. Tschüss.